Mein Name ist Marc Schneider. Ich arbeite bei GSI Switzerland als Standardexperte im Bereich Healthcare. Und ja, wie jeder Pilot braucht man einen tollen Wingman. Auch heute wieder treue Seele, Roland Weibel wieder zur Stelle als Wingman. Hallo Roland. Ja, hallo und schönen Nachmittag auch von meiner Seite. Danke für das Interesse und die Teilnahme. Und dann übergebe ich wieder an Marc, der das Hauptteil bestreitet. Super, danke schön. Wieso ein Wingman? Das können wir hier sehen. Wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie diese. Und zwar über F&A. Über diese Taste können Sie die Fragen eingeben. Sie können aber auch die Hand heben. So, mit dieser Taste können Sie das machen. Ja, heben Sie die Hand und dann können wir Sie ins Online-Seminar zuschalten und dann können Sie Ihre Frage mündlich stellen. Apropos Fragen, wir haben das so organisiert, dass wir zwischen den einzelnen Informationsblöcken einen kurzen Rückblick machen und dann können Sie Ihre Fragen stellen, respektive die gestellten Fragen werden dann bearbeitet und dann ganz am Schluss vom Online-Seminar werden wir die restlichen Fragen aufarbeiten. Und natürlich ist es so, dass Sie ganz am Schluss dann noch unsere Koordinaten sind und dann können Sie auch immer Ihre Fragen direkt an uns stellen, per Mail, per Telefon etc. Wir sind dann für Sie da. Wunderbar. Hier noch etwas zur Agenda, bevor wir loslegen. Genau. Das Seminar beinhaltet die Definition und die Ziele von UDI. Das ist der Startpunkt. Danach werden wir uns die Elemente der UDI ansehen und wir werden dann schauen, wie das mit Identify, Capture, Share einen Zusammenhang hat. Anschließend noch die Fragerunde, wie bereits angemerkt, und dann genau geht's. Sollten wir circa um 14:00 eine Punktlandung machen und das Online-Seminar zeitig beenden. Dankeschön. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie noch auf unseren Disclaimer hinweisen. Und zwar wichtig, weder GSI noch seine Mitgliedsorganisationen oder deren Mitarbeiter haben die Autorität, und für die Regulierungsbehörden zu sprechen oder Ausnahmen zu gewähren. Zweitens, GSI gibt Empfehlungen ab. Drittens, GSI, aber auch die GSI-Mitgliedsorganisation und deren Mitarbeitenden übernehmen keinerlei Haftung für die von den Mitgliedern getroffenen Maßnahmen. So viel zum Disclaimer. Und hier noch ein zweiter wichtiger Punkt, und zwar, da die UDI eine hohe Komplexität hat und es einige Änderungen in der Implementierungsanleitung und den endgültigen Anforderungen geben könnte oder schon gegeben hat, empfehle ich Ihnen immer, die entsprechende und aktuelle Regelung zu konsultieren. Der Inhalt dieser Präsentation ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum von GSI. Ich bitte Sie, auf das Kopieren von Textpassagen und die unerlaubte Weiterverbreitung zu verzichten. Besten Dank. Falls Sie eine Aufzeichnung wünschen, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf und dann werden wir das so organisieren. Let's fetz, starten wir. Beginnen werden wir mit der Definition von UDI und welche übergeordneten Ziele dieses System verfolgt. Das sehen wir hier schon. Die Unique Device Identification oder kurz UDI genannt, steht in Deutsch für Produktidentifizierungsnummer. UDI ist ein weltweites System für eine einheitliche Produktkennzeichnung für Medizinprodukte. Eine UDI ist eine Reihe von numerischen oder alphanumerischen Zeichen, die durch einen weltweit akzeptierten Standard für die Identifizierung und Codierung von Produkten erstellt wird. Und UDI ermöglicht die eindeutige Identifizierung eines bestimmten medizinischen Produktes auf dem Markt. Welche weiteren Ziele und vor allem welchen Nutzen bringt die UDI? Das sehen wir hier in dieser Übersicht. Und zwar ist das zentral ist, über die gesamte Supply Chain hinweg betrachtet, soll die UDI mehr Transparenz und für mehr Sicherheit sorgen. Da jedes Medizinprodukt weltweit eindeutig identifiziert werden kann, können diese beispielsweise bei Rückrufen schneller und gezielter erkannt werden. Das heißt, der Rückruf kann gezielter vorgenommen werden. Das durchgängige Identifikationssystem wird begleitet von digitalen Dokumentationen in Datenbanken und soll schließlich, ganz am Schluss, klar, die Patientensicherheit erhöhen.
wichtig noch, hier beim Umfang von UTI, bitte beachten Sie, dass die UTI ausschließlich Medizinprodukte betrifft und ausgeschlossen von der UTI sind Pharmaprodukte. Was Medizinprodukte sind, hängt von der Definition und der Rechtsprechung des jeweiligen Landes ab. Also das heißt, müssen Sie dann selber schauen, ob Sie sich da in einem Medical Device Markt befinden. Kommen wir nun zu den Elementen von UTI und wie das mit GS1 zusammen verhängt ist. Noch bevor wir da auf die erste Slide kommen, Roland Wingman, gibt es da bereits Fragen, Unsicherheiten? Es ist eine Frage eingegangen, wobei ich denke, du wirst die dann später beantworten. Deshalb stelle ich die jetzt mal noch nicht. Okay, danke schön. Merci, Roland. Los geht's mit den Elementen der UTI in Europa. Diese Elemente umfassen die eindeutige Identifikation, den Träger in der Mitte und die Datenbank, in welcher die geforderten Daten eingegeben werden. Links beginnt haben wir die Identifikation, also die UTI. Und wie bereits zuvor gehört, ist hiermit das globale standardisierte System der Identifikation gemeint. Und dieses besteht aus drei Teilen. Die sehen Sie hier. Und zwar aus einem UTI-DI, das ist der Device Identifier, der statische Part. Dann der UTI-PI, der Production Identifier, das ist der dynamische Part der UTI. Und aus der Basic UTI-DI, das ist die Kennung des Produktmodells. In der Mitte haben wir den UTI-Träger. Hierbei steht AIDC für Automatic Identification and Data Capture, also für die automatische Identifikation und Datenerfassung. Und zur Kennzeichnung sieht die UTI vor, dass Sie entweder ein- oder zweidimensionale Strichcodes verwenden können oder mittels RFID die Produkte identifizieren können. Beachten Sie auch, dass die im Symbol einkodierten Informationen zusätzlich in menschenlesbarer Form ersichtlich sein müssen. Das sehen wir dann alles später noch, wie das funktioniert. Kommen wir zum letzten Element, zur UTI-Datenbank, in welcher alle statischen Daten der Medizinprodukte eingetragen werden. Innerhalb Europa ist dies die EUDAMED und da sehen wir im letzten Teil dieses Online-Seminars, wie das dann vonstatten gehen soll. Soweit, so gut. Nachdem wir nun die Teile der UTI erfasst haben, werden wir uns anschauen, wie dies mittels GS1-System erfüllt werden kann. Und zwar mit dem GS1-System können Sie Ihre Produkte, Dienstleistungen, Lokalitäten, aber auch Dienstleistungserbringer, Personen also, weltweit in der offenen Supply Chain, also in der offenen Wertschöpfungskette, eindeutig identifizieren. Wie dieses System funktioniert und wie dieses dann mit UTI gekoppelt wird, sehen wir auf den folgenden Slides. Ich lüfte das Geheimnis und da noch kurz, wie das GS1-System aufgebaut ist. Sie sehen das schon an der Farbgebung, da sehen Sie die Verwandtnis. Das GS1-System basiert auf drei Komponenten, die sehen Sie hier. Die sind die Identifikationsstandards, die Datenträgerstandards und die Datenaustauschstandards. Die erste Komponente beinhaltet die Identifikationsstandards, also Identify. Damit werden Produkte, Lokationen, Liefersendungen und weitere Objekte identifiziert. Sie können damit auch Dienstleistungserbringer und sogar Personen weltweit eindeutig identifizieren, wie vorhin schon angemerkt. Die zweite Komponente ist Capture, respektive Datenträgerstandards. Hierbei geht es um die Anwendung von GS1-Symbolen wie dem EAN-Barcode, den GS1-128-Barcode oder den GS1-Datamatrix. Und die dritte Komponente ist Share oder auch Datenaustauschstandard genannt. Hierbei geht es um den standardisierten Datenaustausch von elektronischen Daten und Produktinformationen über EDI sowie um Datennetzwerke. Sie sehen die Ähnlichkeit zu UTI, also nicht nur wegen der Farbgebung, sondern auch wegen den Begrifflichkeiten. Genau. Und jetzt
Was wir versucht haben, ist Ihnen aufzuzeigen, wie das jetzt mit UDI und GSIN so eine Verwandtnis hat, respektive wie das zusammenspielt. Und das sehen Sie hier in diesen drei Säulen dargestellt. Oben UDI und unten GSINs. Und zwar, vielleicht fange ich in der linken Säule an, Identify oder UDI. Und dort geht es darum, die Basic UDI DI, also die nennen wir GMN bei uns im System. Die UDI DI, der Device Identifier, den nennen wir GTIN, also die Global Trade Item Number. Die UDI PIs, die Production Identifier, die nennen wir bei uns bei GSIN AI, also Application Identifier. In der mittleren Säule, dann sehen Sie AIDC, also Capture, der Capture Part. Und dort geht es darum, Sie sehen unten GSIN, wie bereits angemerkt, den EAN13 Barcode, welcher verwendet werden kann, der 128er Barcode oder auch die RFID. Aber auch GSINs Data Matrix kann dazu verwendet werden für die automatische Datenerfassung. Und die letzte Säule beim Begriff UDID oder Datenbank sprechen wir bei GSINs von Share. Dabei geht es um den standardisierten und digitalen Datenaustausch. Sie sehen da so das Zusammenspiel. Ich denke, ich erachte das als eine der wichtigsten Slides, damit Sie die Verbindung sehen zwischen GSIN und der UDI. Und was wir jetzt versuchen, ist Ihnen Schritt für Schritt die einzelnen Säulen näher zu bringen und zu erklären. Genau, Fragen bis hier? Roland? Bis hier gibt es eine einzige Frage, aber das ist immer noch zu früh, die zu fragen. Kommt dann beim nächsten Kapitel. Damit möchte ich aber noch die Teilnehmer motivieren, also was Sie fragen, wenn Sie Fragen haben, etwas unklar ist, geben Sie das bitte ein. Das Seminar lebt nicht zuletzt auch von den Fragen. Danke, Roland, für die motivierenden Worte. Fragen, da stellst du uns ein bisschen auf die Folter mit deiner Frage, die du nicht rausrücken willst, aber vielleicht im nächsten Kapitel Identify. Gehen wir das an und das wäre die erste Säule, Identify. Genau, und da kommen wir, bevor für die ganze Grundlage, als Grundlage zu schaffen, beginnen wir ganz, ganz unten beim GSIN-System und das ist der GCP, der Global Company Prefix. Die Basis aller Identifikationsmöglichkeiten bietet der GCP oder eben Global Company Prefix. Manchmal wird dieser auch GSIN's Company Prefix genannt. Diese Nummer erhalten Sie mit einer Mitgliedschaft bei GSIN's und dem Erwerb eines Nummernkreises. Und der GCP ist in der Schweiz zwischen 7 und 11 Stellen lang und hängt davon ab, welchen Nummernkreis Sie lizenziert haben. Bei einem 1000er Nummernkreis, wie hier auf der Folie ersichtlich, ist der GCP 9 Stellen lang, wie hier ersichtlich. Und die 3x, die Sie hier sehen, die stehen für die mögliche Anzahl Nummern, welche Sie vergeben können. Bei einem kleineren Nummernkreis, zum Beispiel einem 100er Kreis, wird die GCP 10 Stellen lang sein und Sie haben 2 Stellen zur Nummerierung zur Verfügung. Das heißt von 00 bis 99. Oder eben in diesem Fall, wie Sie hier sehen, bei einem 1000er sind es von 000 bis 999. Aber das sehen wir nachher bei der Erstellung der GTIN und bei der Basic UDI DI, wie das ganz genau geht. Aber eben die Kernaussage hier ist, der GCP ist die Basis. Die Basis und sozusagen die Nummernplakette. Für Sie wichtig an dieser Stelle ist natürlich, bevor Sie UDI umsetzen, wie viele Produkte haben Sie in Ihrem Portfolio, wie viele Produkte möchten Sie identifizieren und wie viele Hierarchiestufen gibt es bei Ihrem Produktsortiment. Und dazu, und dann haben Sie eben die Auswahl zwischen einem 100er Kreis, einem 1000er, einem 10.000er oder einem 100.000er Nummernkreis. Und das Gute beim GSIN-System ist, wenn ein Nummernkreis aufgebraucht ist, das heißt, wenn Sie keine freie Nummer mehr haben, dann lizenzieren Sie einfach einen neuen Nummernkreis. Die Kondition finden Sie bei uns auf unserer Homepage unter Angebot. Dort
sehen Sie die Preisliste, ist die Preisliste aufgeschaltet. Genau. Wie wird jetzt die GCP angewendet in den Schlüsseln, diese Nummernplakette? Beginnen werden wir auf der zweiten Stufe. Das heißt, wir gehen in die Basic UDIDI. Wir lernen diese jetzt ein bisschen näher kennen. Die Basic UDIDI, wie schon angemerkt, nennen wir im GS1-System GMN, Global Model Number. Und sie wird für die eindeutige Identifizierung von Produktmodellen verwendet. Die Basic UDIDI wird in der UDI, also einerseits als eindeutiger Klassifizierungsschlüssel für Medizinprodukte benötigt, und zwar dann in der EUDAMED. Sie ist sozusagen der erste Schlüssel, welchen Sie in der EUDAMED eintragen werden. Das heißt, es geht hier um die Gruppierung Ihrer Produkte. Weiter eine wichtige Folie. Bitte beachten Sie, dass für mehrere Medizinprodukte mit denselben Herstellungsmerkmalen, demselben Design, derselben Zweckbestimmung oder derselben Risikoklasse eine Basic UDIDI vergeben wird. Das bedeutet, dass eine Basic UDIDI mehrere UDIDIs haben kann, aber eine UDIDI nur eine Basic UDIDI haben darf. Das ist ganz wichtig. Also ein Produkt, also Produktfamilie, darunter die Produkte. Ein Produkt, also eine Produktfamilie kann mehrere Produkte enthalten, aber ein Produkt ist immer in nur einer Produktfamilie. So, deshalb dieser Rückschluss. Von GS1 schlagen wir vor, bevor Sie die UDIDIs vergeben, also die Nummerierung vergeben Ihrer Produkte, dann sollten Sie sich zuerst Gedanken machen über die Klassifizierung. Welche Produktklassen oder welche Produktgruppen habe ich in meinem Sortiment? Und diese können Sie dann zuerst gruppieren und dann die Nummern vergeben. Wie die Basic UDIDI aufgebaut ist, das sehen Sie auf dieser Folie. Sie nehmen dazu den GCP, das ist die 76123457, das ist sozusagen die Nummernplakette. Das ist der bildet den Anfang der Basic UDIDI. Und dann haben Sie in der Mitte die Modellreferenz, das ist ein freier Text, den Sie dort eingeben können. Das ist Ihre Modellbezeichnung oder Gruppenbezeichnung, alphanumerisch. Natürlich, da können Sie frei wählen. Und dann zum Schluss hat die Basic UDIDI zwei Prüfzeichen. Und, ganz wichtig, die Basic UDIDI, die darf maximal 25 Zeichen lang sein, inklusive der Prüfzeichen. Das heißt, exklusive Prüfzeichen 23 Zeichen lang. Wichtig an dieser Folie erachte ich, dass die 76, das ist der Länderpräfix, wie auch die Teilnehmernummer, hier orange gehalten, nicht veränderbar ist. Das ist Ihre Nummernplakette und von dort aus gehen Sie dann mit der Nummerierung los oder mit eben hier ersichtlich der Klassifizierung. Bei uns auf der Homepage finden Sie ein Informationsblatt zu Basic UDIDI. Allgemein eigentlich zu UDI finden Sie eine Fülle von Informationen unter Branche Healthcare ist das abgelegt und Sie finden dann ganz am Schluss, das habe ich noch vergessen zu erwähnen, tut mir leid, Sie werden diese Präsentation, werden Sie dann im Anschluss, das heißt im Anschluss morgen Nachmittag um ca. 13.31 Uhr oder 14.31 Uhr, je nach Sommer- oder Winterzeit, werden Sie dann eine E-Mail erhalten mit einem Link, wo Sie dann die Präsentation runterladen können. Genau. Und dort haben Sie dann auch den Link drauf, wie Sie zum Basic UDIDI Generator können. Da stellen wir Ihnen auch einen zur Verfügung von GS1. Da müssen Sie dann nicht selber die Prüfzeichen ausrechnen. Hier habe ich noch aufgelistet, in wo und in welchen Dokumenten die Basic UDIDI benötigt wird. Beispielsweise wird sie in der Konformitätserklärung benötigt oder sie wird in technischen Dokumenten, zum Beispiel Produktbeschrieb oder in der Spezifikation benötigt.
Je nach Risikoklasse Ihrer Produkte wird die Basic UDIDI in den diversen Zertifikaten Ihres Notified Bodies aufgeführt. Und die wichtigste Funktion, das habe ich auch schon erwähnt, wird die Basic UDIDI jedoch in der EUDAMED übernehmen. Hier wird sie benötigt, damit Sie Ihre Produkte registrieren können. So. Nach der Basic UDIDI, das ist nach der Gruppierung der Produkte, geht es nun um die Nummerierung, das heißt um die Produktidentifikation. Und dafür steht ja die UDIDI, Device Identifier, oder bei uns, im System, wie schon angemerkt, bei uns bei GS1 heißt der die UDIDI GTIN, Global Trade Item Number. Die Global Trade Item Number dient der weltweit eindeutigen Identifikation von Produkten und Dienstleistungen in der offenen, das ist wichtig, in der offenen Supply Chain. In der offenen Supply Chain. Und die GTIN ist 13 Stellen lang und besteht aus numerischen Zeichen. Die GTIN wird aus dem GCP, das ist wieder ersichtlich hier, dem Global Company Prefix erstellt. In diesem Beispiel, ich habe das so gehalten, dass wir wieder den Tausender-Nummer-Kreis genommen haben, dann sehen Sie, wie Sie die GTIN erstellen können. Und zwar bei diesem Tausender-Nummer-Kreis funktioniert das so, dass Sie von 000 bis 999 nummerieren können. Das sind die grünen Ziffern. Diese sind variabel zugleich. Diese können Sie frei vergeben. Alles andere, die 76 in lila, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in orange, die sind fix, das ist wieder die GCP, das ist Ihre Nummerplakette und die Prüfziffer, die wird ganz am Schluss angehängt und die ist auch, die errechnet sich dann entweder mit dem Generator von selbst oder Sie können das auch selber errechnen, wenn Sie da gewieft sind, aber die sind die ist auch fix. Also das heißt, als Reminder, einfach nur die drei Stellen können Sie verändern bei einem Nummernkreis von 1000. Habe ich da noch was vergessen? Zur Prüfziffer noch schnell was. Bei uns auf gs1.ch, auf unserer Homepage, haben wir auch einen Prüfzifferrechner. Den können Sie da frei verwenden. Den stellen wir Ihnen gratis zur Verfügung. Nach der UDIDI kommen wir jetzt zu den PIs, zu den Application Identifier. Und zwar mit diesen AIs, Application Identifier, können wir die benötigten Zusatzinformationen in die Symbole kodieren. Mittels Kodifizierungen sind wir in der Lage, diese Informationen wie Chargennummer, Verfalldatum, Seriennummer etc. korrekt in ein Symbol einzukodieren. So ist gewährleistet, dass einkodierte Daten von allen Prozessteilnehmern der Wertschöpfungskette korrekt ausgelesen werden. Die Application Standards werden nach bestimmten Regeln aufgebaut und verwendet. Im Folgenden werden wir die im Gesundheitswesen am meisten verwendeten AIs genauer anschauen und wir weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage, wie bereits angemerkt, unter Branche, Healthcare und dann im Kapitel UDI ist das alles zusammen aufgeführt und verlinkt auf diverse Flyer und auch auf die Spezifikationen von GS1. Genau. Wir haben gesehen, dass mittels Application Identifier Standard je nach Symbol zusätzliche Informationen einkodiert werden können. Wie das aussehen kann, das sehen wir hier. Da habe ich Ihnen drei Beispiele gemacht. Im oberen Symbol, das ist ein EAN13 Barcode, ganz normaler eindimensionaler Barcode. Da kann lediglich eine 13-stellige GTIN einkodiert werden. Das ist ganz einfach. Der einfachste Barcode, dann haben wir im mittleren Symbol den GS1 128 Barcode. Darin können Sie, also nebst der GTIN oder nebst dem UDIDI, können Sie weitere Informationen wie Verfalldatum, Batch-Lot-Nummer und weitere Daten einkodieren. Das sehen Sie hier im Beispiel. Beachten Sie, dass eine einkodierte GTIN
in einem GS1 128 Barcode 14 Stellen lang sein muss. Das sehen Sie beim mittleren Symbol, sehen Sie nach der 01 und der Klammer, sehen Sie, dass da eine 0 einkodiert wird. Dazu müssen Sie eine 0, also eine 0 verändert die Prüfziffer nicht. Deshalb wurde eine Prüfziffer einkodiert. Ja. So kommen Sie dann auf die 14 Stellen. Und im letzten Symbol, das ist die GS1-Datenmatrix, wurden die identischen Zusatzinformationen wie im mittleren Symbol einkodiert. Und Sie erkennen auch, dass hier die Cheat-In ebenfalls 14 Stellen lang ist. Das muss so sein. Und schon wie beim GS1-128-Barcode wurde da hier eine 0 vorangefügt, eben damit das die Prüfziffer nicht verändert. Die Übersicht zeigt nicht nur auf, welche Application Identifier angewendet werden können, sondern zugleich sehen Sie auch gleich die Vorteile der verschiedenen Symbole. Sie sehen ganz klar, im GS1-Datenmatrix können auf kleinerem Raum, es ist nicht nur der Vergrößerungsfaktor, dass ich das kleiner eingezeichnet habe oder so, Sie können auf kleinerem Raum mehr Daten einkodieren, in ein Symbol einkodieren. Jawohl. So viel zum Thema Identify. Ja, mein Wingman meldet sich jetzt aber. Jetzt aber kommen ganze drei Fragen, Marc. Also der Appell hat sich gelohnt. Die erste Frage, kann ein Set von verschiedenen Produkten, die eine Basic UDID haben, auch eine separate UDI haben? Damit ist wahrscheinlich die UDI-DI gemeint. Ich denke, da müsst ihr vielleicht noch ganz kurz die Differenzierung aufzeigen. Okay, dann muss ich kannst du schnell die Frage wiederholen? Sorry, ich bin da gerade etwas nicht abwesend gewesen, aber das ging jetzt gerade etwas schnell. Genau. Kann ein Set von verschiedenen Produkten, die eine Basic UDI-DI haben, also Basic UDI-DI haben, auch separate UDI, damit ist wahrscheinlich UDI-DI gemeint, haben? Ich denke, die Frage zieht darauf ab, also die genaue Unterscheidung Basic UDI-DI und UDI-DI, das müsstest du vielleicht nochmals unterstreichen. Müsste ich das nochmal aufzeichnen? Ja, das wäre toll, wenn ich da noch ein Bild hinzufügen könnte auf den Slides. Also, wir haben eine Produktfamilie. Die Produktfamilie, die besteht aus mehreren Produkten. Die Produktfamilie, die erhält die Basic UDI-DI. Das ist die Produktfamilienbezeichnung. Und diese Basic UDI-DI, die geben Sie dann in der EUDAMED als Schlüssel ein, in welcher für die Familie. Und dann drunter haben Sie die jeweiligen Produkte, die in diese Produktkategorie reinkommen, und die identifizieren Sie mit der UDI-DI, also mit dem Identifier. Und diese werden dann in der EUDAMED ebenfalls unter dieser Gruppe eingetragen. War das jetzt verständlich oder muss ich da vielleicht noch etwas als Anmerkung zu Basic UDI-DI? Die Basic UDI-DI, die wird nie einkodiert und die wird nie irgendwie auf ein Produkt aufgedruckt. Die ist nur dazu gedacht, für die Gruppierung zu organisieren. Und es geht darum, der Hintergrund ist auch noch das, wenn irgendwo ein Produkt zu Bruch geht oder nicht ganz den Erwartungen entspricht, etc., können Sie dann nachschauen, über die EUDAMED können Sie dann nachschauen, welche anderen Produkte auch noch in diese Produktkategorie gelistet sind. Das heißt, gleich und gleich gesinnt sich gern in einer Gruppe. So ist es gedacht. Roland, habe ich das? Ich denke es. Sonst zeigen wir am Schluss noch unsere Kontaktdaten. Sonst einfach, wir stehen auch nach dem Seminar noch zur Verfügung, selbstverständlich. Ja. Dann kam auch noch eine gute Frage. Das ist eigentlich, weshalb braucht es eine Prüfziffer bei einer Cheat-In, beziehungsweise was ist die Funktion dieser Prüfziffer? Mhm.
die Prüfziffer da im technischen Bereich, da bist du mir weit überlegen, da kannst du dann sagen, wie das sich errechnet nach Modulo 10, das weiß ich noch ganz knapp. Aber schlussendlich, die Prüfziffer funktioniert eigentlich so, dass sie überprüft, ob die Ziffer, die vorderen 12 Stellen in dieser Cheat-In, die vorderen 12 Stellen korrekt sind. Das heißt, wenn sie da von Hand diese 12 Stellen abtippen, kann es sein, dass sie so einen Tippfehler haben und dann wird ihnen die Prüfziffer ganz am Schluss sagen, da gibt es einen Fehler drin. Deshalb diese Prüfziffer. Ist eigentlich das Gleiche wie bei den Einzahlungsscheinen. Wenn sie da die ellenlange Referenznummer eingeben und so weiter, dann kann es sein, dass sie sich vertippt haben, aber die Prüfziffer ganz am Schluss sagt ihnen dann wieder, kann nicht sein oder kann eben sein. Gut, ja, danke. Dann noch die dritte Frage. Was ist der Unterschied zwischen Cheating bzw. der UDI und auch den amerikanischen UDIs? Den europäischen UDI und ob im europäischen Raum die gleichen UDIs verwendet werden können wie im amerikanischen Raum. Das ist so eine vielgestellte Frage. Und was passiert mit all den anderen UDIs auf der ganzen Welt, die da jetzt langsam aufpoppen? Also die UDI, die Unique Device Identification, die besteht ja aus zwei Teilen, aus der UDI-DI und aus der UDI-PI. Die UDI-DI, das ist die Cheat-In. Und das ist egal, ob im amerikanischen Markt oder im europäischen Markt, die UDI-DI, die bleibt UDI-DI. Also das heißt, in GSI-Sprache, die Global Trade Item Number, diese Cheat-In, die bleibt Cheat-In und kann überall verwendet werden. Das ist ja das Gute am System von GSI. Das ist in der offenen Supply Chain eindeutig identifizierbar mit dieser Nummer. Ja, danke. Dann sind wir auf null Fragen für den Moment. Ich denke, dann kannst du weitermachen. Dann gibt es auch wieder neue Fragen. Das ist gut, ja. Wunderbar. Dankeschön für die gestellten Fragen. Ich freue mich auf die nächsten. Komme jetzt aber zu der mittleren Säule, und zwar zu AIDC oder zum Capture Part. Die AIDC, wie wir schon gehört haben, das ist die automatische Identifikation und Datenerfassung. Und in diesem Abschnitt geht es um die verschiedenen Symbole, werden wir diese genauer betrachten und ebenfalls werden wir das Labeling und auch die Zusatzinformationen, das heißt die menschenlesbaren Informationen neben oder unterhalb der Symbole, werden wir vertiefter anschauen. Und da habe ich noch ein paar Bilder dazu eingefügt. Beginnen werden wir aber jetzt mit den Symbolen. Sie sehen wieder ausgehend die drei bereits bekannten Symbole. Und hier geht es darum, im Umfeld des Gesundheitswesens kommen vorwiegend die hier ersichtlichen drei Symbole zur Anwendung. Und die sind REM13-Code. Links oben GS1-128 Barcode und unten rechts der GS1 Datenmatrix. Und wir haben auf der vorherigen Folie im Kapitel Application Identifier die jeweiligen Symbole bereits besprochen. An dieser Stelle möchte ich einfach noch etwas zur Dekodierung anmerken. Und zwar ist es so, dass wenn Sie ein GS1-Datenmatrix, das ist ein zweidimensionaler Barcode, wenn Sie GS1-Datenmatrix dekodieren möchten, dann brauchen Sie einen zweidimensionalen Scanner. Der GS1-128-Barcode und der EAN13-Barcode, das sind beides zusammen eindimensionale Barcodes und die können mit herkömmlichen linearen Barcode-Scannern dekodiert werden. Das ist noch wichtig. Und ja, die Verwendung. Wir werden häufig gefragt, ja, welches ist jetzt das richtige Symbol, was wir verwenden müssen, sollen, dürfen, können. Und welches Symbol Sie wählen, das ist schlussendlich Ihnen überlassen. Es kommt immer darauf an, welche Verkaufskanäle Sie bedienen. Und dann schlussendlich auch, wie Sie sehen die Platz, wie sieht das aus mit dem Platz, mit den Platzmöglichkeiten? Wird es direkt aufs Produkt kodiert oder eben nicht? Und das wird Ihnen überlassen. Die MDR gibt da gewisse Vorgaben. Im Anhang 6 ist das, glaube ich, geregelt. Anhang 6, irgendwo Artikel 120, behaften Sie mich nicht auf die Nummer, aber ist immer wieder angemerkt, welch,
sie sind schlussendlich frei in der Anwendung. Und zum Beispiel ein EAN13-Barcode wird dann benötigt, wenn der Artikel einen Verkaufspunkt durchläuft. Das heißt, irgendwo eine Kasse vorhanden ist und so, und dann wird der EAN13-Barcode verwendet. Hingegen ist der GS1 oder die GS1-Datamatrix bestens geeignet, wenn Sie viele Informationen auf kleinstem Raum einkodieren wollen, wie schon angemerkt. Das heißt, die Direct Part Marking ist so das Sprichwort auf Implantaten etc. oder auch auf wiederverwendbaren Produkten. Da werden häufigerweise dann direkt Datamatrix angewendet oder aufgedruckt. Nach den Symbolen kommen wir nun zu den HRI oder Non-HRI. Ja, die HRI zuerst einmal, das ist die, bedeutet Human Readable Interpretation, und Non-HRI bedeutet Non-Human Readable Interpretation, also Klartext. Und ich habe Ihnen hier die Kurzversion einkopiert. Und zwar HRI oder auch Klarschrift bezeichnet, werden alle Informationen neben oder unterhalb eines Symbols, welche darin einkodiert werden. Es sind also die Daten, welche in das Symbol programmiert werden, in 1:1. Und Non-HRI steht für Non-Human Readable Interpretation und wird auch Klartext genannt. Und das sind alle Symbole und Texte, welche Sie auch noch auf einer Etikette oder einem Label finden. Und das werden wir gleich auf ein paar Fotos sehen, auf ein paar Bildern. Also Kurzfassung ist: Klarschrift gleich einkodierte Daten, Klartext gleich alles andere auf dem Label. Und das sieht so aus. Das wäre so ein Sampling. So ein Beispiel sehen wir nun das ein bisschen genauer an. Die HRI ist alles, was rechts der GS1-Datamatrix im roten Oval erkennbar ist. Dies ist die Cheat-In oder eben die UDI-DI. Und mit den UDI-PIs, die 17, das ist Expiry Date, hier einkodiert wäre das der 20. November 2014. Und die Batch- oder Losnummer mit der AI-10 oder UDI-PI, Production Identifier 10, und das ist die 765321D. Einfach nur als Beispiel. Und die restlichen Informationen auf dem Label bezeichnen wir als Non-HRI. Also die Sanduhr, welche für das Ablaufdatum steht, oder das Lot-Logo, welches für die Losnummer steht. Auch die Herstellerinformation wird als Non-HRI bezeichnet. Für GS1 relevant sind die HRI, also alle Informationen in Klarschrift neben oder unterhalb des Symbols. Ich habe Ihnen da noch ein zweites Label, eine Etikette für ein Aorta-Ventil habe ich Ihnen da reinkopiert, und zwar von einem Medizintechnikanbieter, und diese Etikette soll im Rahmen der neuen Medical Device Regulation, der MDR, ein UDI-konformes Label instruieren. Und zwar sehen Sie da die HRI-Daten, findet man oben rechts, unterhalb des GS1-128-Barcode. Sind dies die Cheat-In oder eben UDI-DI, das Expiry Date wurde einkodiert und die Seriennummer. Alle restlichen Daten und Informationen sind Non-HRI, also Klartext. Diese Daten und Angaben müssen regulatorischen Anforderungen genügen. Und zwar, genau das hier ersichtliche Label-Beispiel soll aufzeigen, wie die UDI auf dem Label angebracht wird. Das wäre dann oben rechts. Wie wir bereits gehört haben, entspricht die UDI-DI der Cheat-In, der Global Trade Item Number, und ist ein statischer Wert. Und die Cheat-In wird immer am Anfang des Symbols, das ist auch wichtig, ganz am Anfang des Symbols, als 01 einkodiert. Mit dem AI-Standard 01 wird er einkodiert. Und die UDI-PI, das sind dann die dynamischen Werte eines Produktes oder einer Information, und gibt Informationen zur Seriennummer, Los-Batch-Nummer oder Ablaufdatum wieder.
Sie sehen, dass in diesem Bereich oder respektive hier in diesem Beispiel wurde die 17 und die 21 einkodiert. Im AI-Standard steht die 17 für das Ablaufdatum und die 21 steht für die Seriennummer. Und noch einmal ein Bild. Hier geht es darum, um Mix and Match, also dass man auch panaschieren kann. Oder diese Seite soll illustrieren, dass man, eben, dass man da auch vermischen kann zwischen HRI und Non-HRI. Sie sehen das beispielsweise bei der Angabe der Cheat-In, der sowohl die 01 aufgeführt ist, aber auch die Cheat-In als Bezeichnung angebracht ist. Ebenfalls ist dies so bei der Losnummer, LOT oder eben 10, AI 10 umgesetzt worden. Und jedoch wurde das Ablaufdatum wurde lediglich in Klartext angebracht. Sie sehen, dass je nach Marktumfeld und regulatorischen Vorgaben durchwegs eine Vermischung von HRI und Non-HRI auf den Labels und Verpackungen angebracht werden können. Und wichtig ist einfach, dass man auch berücksichtigt, in welche Zielmärkte man verkauft. Zum Beispiel, wenn es darum geht, UDI in den Staaten, also UDI nach FDA, dort geht es darum, dass dann das Numero, das Datum explizit in einem speziellen Format angebracht wird oder aufgedruckt wird. Gut, schauen wir noch uns einen weiteres Bild der Umsetzungsmöglichkeiten an. Hier geht es einfach nur kurz darum, Ihnen aufzuzeigen, welchen Größenunterschied wir haben und welche Daten einkodiert werden können in den jeweiligen Daten. Unten sehen Sie den EAN13-Barcode, 13-stelliger Cheat-In ist dort einkodiert und mehr nicht. Und oben haben wir dann in dieser Datamatrix haben wir nebst der Cheat-In noch das Expiry-Date noch einkodiert, aber auch die Lot- und Batch-Nummer. Und Sie sehen ganz klar den Vorteil dieser beiden, Symbole. Ich weiß, es sind keine Medical-Produkte, hier sind es Medikamente, aber ich habe das gleichwohl als Vergleich herangezogen, damit man sieht, den Größenunterschied sieht zwischen diesen Symbolen. Jawohl. Haben wir noch ein weiteres Bild. Hier geht es um Direct Part Marking. Da sehen Sie auch den Vorteil, welcher das mitbringt. Die UDI können Sie auch direkt aufs Produkt markieren. Bei Platzproblemen können auf die HRI verzichtet werden. Es muss dann aber begründet werden, wieso, dass man jetzt auf die HRI, also auf die Zusatzinformation verzichtet, wenn man Produkte direkt markiert. Genau, in begründeten Ausnahmefällen etc. kann man auf die Zusatzinformation verzichten, heißt es irgendwo in der MDR. Genau. Jetzt möchte ich Ihnen noch den Unterschied respektive die Identifikationsmöglichkeiten oder respektive deren Konsequenzen zeigen. Die Folie zeigt ebenfalls, wie die eindeutige Produktidentifikation erreicht werden kann. Also die Eindeutigkeit von der Masse zum einzelnen Stück. Und zwar wird das anhand einer Klemme, wollen wir das hier symbolisieren. Wenn Sie eine Klemme identifizieren wollen, können Sie diese mit einer Cheat-In auszeichnen. Und da sehen Sie ganz links. Diese Cheat-In sagt aus, dass alle Klemmen auf dem linken Bild diese Cheat-In haben. Und die Frage ist nun, was geschieht bei einem Rückruf? Sie geben an Cheat-In. Sie wissen, welches Produkt nun zurückgerufen werden muss. Was passiert? Dann kommt der ganze Lot kommt zurück, alles kommt zurück. Und zwar können Sie das ein bisschen verfeinern, indem Sie dann in der Mitte den Lot oder Batch-Nummer anbringen. Dann haben Sie das schon ein bisschen besser identifiziert. Hier können Sie bei einem Rückruf einer Klemme aus einem bestimmten Produktionslos, können Sie da die Klemme identifizieren. Und wenn Sie das einzelne Stück identifizieren wollen, dann eignet sich die Cheat-In, sowieso immer Cheat-In, und dann die Serialisierungsnummer eignet sich dazu. Und dann können Sie eindeutig identifizieren, welche Klemme es gewesen ist, welche betroffen ist, zum Beispiel beim Rückruf etc. So, da sehen Sie die Vor- und Nachteile
respektive die Vorteile aus Sicht Patientensicht natürlich, Patientensicherheit, sehen Sie da auf diesem Bild. Roland, ich habe den mittleren Teil hinter mich gebracht. Capture. Fragen zu Capture. Genau, es sind zwei Fragen eingegangen. Eine bezieht sich auf die Datenbank, also spare ich die für das nächste Kapitel auf. Unbedingt. Die andere ist eine ganz gute. Kann davon ausgegangen werden, dass ein Scanner sowohl ein EAN13-Datamatrik wie auch 128 Barcode lesen kann. Ein Scanner. Ja. Also wenn Sie einen eindimensionalen Scanner haben, dann können Sie lediglich den EAN13-Barcode und den 128-Barcode können Sie dekodieren. Ich gehe schnell zurück. Die Zeit nehme ich mir, excuse. Mit einem eindimensionalen Scanner, excuse, zu weit gegangen. Mit einem eindimensionalen Scanner können Sie den EAN13-Barcode dekodieren oder den GS1-128-Barcode und mit einem zweidimensionalen Scanner können Sie den GS1-Datamatrix scannen. Wenn Sie einen zweidimensionaler haben, dann können Sie alle drei Symbole dekodieren. Roland, gut, Frage danke. Beantwortet oder denke, mehr verwirrt? Nein, ich denke, die ist perfekt beantwortet worden. Dann Dankeschön. Bin ich ausgeschossen mit Fragen für den Moment. Super, alles klar. Dankeschön, merci Wingman. Kommen wir zu der letzten Säule, zum letzten Pillar, UDID oder Share. Und hier geht es um die Datenbank. Im GS1-System bezeichnen wir dies als Share, wie schon gehört. Und es geht um den digitalen und automatisierten Austausch von Geschäfts- und Produktinformation mittels EDI und GDSM. Im Bereich der UDI wird das Element Share oder UDID Database, also Unique Device Identification Database genannt. Und diese Database, das wird in der EU irgendwann mal die EUDAMED übernehmen. Und zwar sieht das Konstrukt so aus, die EUDAMED existiert ja eigentlich schon, aber da gibt es ein Zusatzmodul, das dann zur Verfügung gestellt wird und dort werden dann die Produktdaten eingegeben in dieser Datenbank. Das heißt, beispielsweise in Amerika ist das die FDA, also die GoodID Database und dort sind auch schon alle Produktdaten eingegeben. Und hier bei der EU, UDI in EU, wird das Zusatzmodul dann kommen, da arbeiten sie fleißig daran. Ich glaube für November oder so ist irgendwo ein Zwischenrelease geplant. Auf jeden Fall sollte die EUDAMED dann nächstes Jahr im Frühjahr, nächstes Jahr oder in 2022. Muss ich noch mal schnell nachschauen. Roland? Es wäre eigentlich also Mai 2021 sollte sie produktiv geschaltet werden. Wie die MDR auch, ja. Ja. Genau, vielen Dank. Also dort geht es darum, ich will Sie da nicht länger auf die Folter spannen, dort geht es eigentlich darum, dass Sie diese Daten dann eingeben müssen. Das gibt da bei der Europäischen Kommission, diese Links finden Sie dann auch in der Präsentation, gibt oder bei uns auf der Homepage kommen Sie zu diesen Datenmodellen und Sie sehen hier, sehen Sie, dass Sie als erstes die Basic UDIDI dann eingeben müssen. Und weitere Basisinformationen sind dann die Risikoklasse, die Sie dann eingeben müssen. Oder noch da die Nummer 6, das wäre dann die SRN, die Single Registration Number. Das ist so noch eine spezielle Sache. Sie müssen sich ja registrieren, dann bekommen Sie dann von der Swissmedic, erhalten Sie dann diesen SRN-Schlüssel zu, erhalten Sie diesen SRN-Schlüssel, mit welchem Sie sich dann in die EUDAMED einloggen können. Und den können Sie dann da wieder eingeben. So, aber dann schlussendlich, nach diesem Datenmodell müssen Sie dann die ganzen Produktdaten befüllen. Produkt für Produkt, natürlich. Und genau, das rate ich Ihnen an, diese
diese Formulare einmal anzuschauen. Und es gibt dann noch weitere Excel-Format, in Excel-Format solche Dateien, wo die einzelnen Feldbeschriebe bereits vorhanden sind. Da können Sie sich informieren, welches Feld wie gemeint wird oder was gemeint wird damit und was eingefüllt werden muss. Und klar, die nächste Frage wird dann auftauchen irgendwann, ja schön, jetzt ist die EudaMed Go Live geschaltet und jetzt, wie bekomme ich meine Daten rein? Da gibt es bis jetzt zwei Möglichkeiten, von Hand oder via Datenmittler. Das wäre dann die Dings. Aber da kommen wir, werden wir Sie informieren zu gegebener Zeit. Sobald die EudaMed dann live geschaltet wird, sehen wir dann auch, da sind wir auch stets daran interessiert, wie sich das Ganze entwickelt, welche Datenfelder dann schlussendlich vorhanden sein müssen und wie die abgespitzt werden können und welche Möglichkeiten wir Ihnen zur Verfügung stellen können. Genau. Wir werden da sicher noch informieren auf unserer Homepage oder mit Rolands Newsletters, welche Sie da auch erhalten, da sind Sie sicher abgedatet. Roland? Ja, die Datenbank, die scheint zu interessieren. Da sind das glaube ich, ja. Die erste Frage, das ist nochmal wegen diesen Daten, die wurden ja diverse Mal verschoben. Soll ich da vielleicht ganz kurz antworten? Ja. Wie sieht es jetzt eigentlich genau aus? Wann wird diese produktiv geschaltet? Das ist so, also die Produktivschaltung, die sollte, das kann aber jederzeit wieder ändern, aber heutiger Stand ist Mai 2021, sollte diese produktiv geschaltet werden, so dass Sie als Hersteller beginnen können, Ihre Daten zu eröffnen. Und dann sollte das eigentlich bis November 2022 abgeschlossen sein. Dann kam eine weitere Frage. Gibt es noch weitere solche Datenbanken? Ich vermute, die wurde von jemandem gestellt, der schon für die USA Daten geliefert hat. Jetzt muss er dann für Europa. Und wie sieht das noch weiter aus, Marc? Was ist da noch zu erwarten? Genau, da sind noch viele Datenbanken zu erwarten und zwar für alle Regionen, welche da UDI umsetzen oder UDI implementieren, wird es solche eine Datenbank geben. Gerade heute kam die Information vom Global Office von GS1, dass da Australien auch eine Datenbank zur Verfügung steht, also aufbauen wird und dort sind auch schon etliche Informationen bekannt, welche Felder wo gepflegt werden müssen. Also das heißt, jede Region Middle East oder China, Japan etc. wird dereinst dann eine eigene UDI-Datenbank haben. Ja? Und wie das, genau das, so viel zu den Datenbanken. Roland? Ja, dann ist noch eine weitere Frage, die ich sehr interessant finde. Wenn ich meine Daten schon in einer solchen Datenbank erfasst habe, muss ich sie dann auch in den anderen erfassen? Leider. Leider ja. Sie können nicht sagen, ich habe meine Daten in der GoodID-Database, also in Amerika eingepflegt und jetzt bitte Daten transferieren nach EudaMed und in SaudiMed etc. Das funktioniert nicht. Sie müssen da die Daten selber dann in die jeweiligen Datenbanken eingeben oder Sie suchen sich ein Mittler, da eine Solution suchen sich doch dort eine Unterstützung, welche diese Datenbanken bedient. Ja, und dann noch die letzte Frage. Wer hat Zugriff auf die Daten in EudaMed? Kann ein Spital direkt darauf zugreifen? Ja. Willst du das präzisieren, Roland? Genau, ich denke also. Dankeschön. Ja, das sind auch so ein bisschen, also das ist teilweise noch etwas theoretisch, es gibt da so Konzepte und es gibt da Handbücher, wo aber überall immer zu Beginn mal draufsteht, es könnte sich dann noch etwas ändern. Aber grundsätzlich angedacht ist, dass der große Teil der Daten öffentlich zugänglich sind. Es gibt da ein paar Informationen, die als vertraulich eingestuft werden und aber nicht zugänglich gemacht werden. Aber eigentlich die Informationen, die ein Spital braucht zum Arbeiten, die können Sie direkt darauf zugreifen.
vorgesehen ist so, wie es, bei den, wie es auch die Amerikaner gemacht haben, so eine Web-Suchmaschine, erinnert ein bisschen an Google, nur dass man halt die Eudamed-Datenbank absuchen wird. Und das andere, das ist so, über, also wo man es wirklich einbinden kann über ein Kommunikationsframework. Dankeschön für die Präzisierung. Super, danke. Danke dir. Und dann war das die letzte Frage bis jetzt. Die letzte Frage. Gut, was haben wir noch? Wie sieht es zeitlich aus? Schnell check, check. 58. Oh, Zeit rennt. Wir haben gesehen, Identify, wir haben gesehen Capture, wir haben gesehen Share und wir haben eigentlich alles gesehen bei UDI. Gut, alles. Alles ist alles gesehen, aber was heißt das jetzt? Wie beginnen, wie weitermachen etc.? Jetzt kommen wir eigentlich noch zum Verkaufspunkt unserer Show. Natürlich nur als Witz, aber wir haben viele, viele, viele Angebote. Dieses Online-Seminar ist nur ein kleiner Teil davon. Wir bieten Tagesprof-Services an oder neu geschaffen dieses KMU-Neumitglieder-Beratungsangebot, dieses Onboarding-Angebot. Tolle Sache, in zwei Tagen zum Ziel. Also das heißt, Sie erhalten kompetente Unterstützung, nicht nur zu UDI, sondern auch zur Umsetzung natürlich der ganzen Sachen. Und dann gibt es bieten wir auch noch UDI-Workshops an für Spitalmitarbeiter. Demnächst, nächsten Dienstag ist das, findet das in Bern statt, trotz Corona und alles, haben wir an alles gedacht. Das findet nächsten Dienstag statt. Wenn Sie da Informationen brauchen, schnell noch aufs Internet gehen, ist alles unter Weiterbildung, unter den Systemseminaren abgelegt. Ja, UDI-Workshop und dann haben wir noch ein weiteres und das ist ein neues Seminar, das wir mit dem SNV, mit dem Schweizerischen Normenverein, mit der Schweizerischen Normenvereinigung erarbeitet haben. Das sind ein Kombi-Seminar, auf der einen Seite UDI und GS1 und auf der anderen Seite sehen Sie dann noch, was zu tun ist mit dem aus der Sicht von SNV, was da für Arbeiten anfallen mit hinsichtlich der neuen Regulierung der MDR oder auch IVDR. Das kommt alles zur Sprache. Sie können dieses Kombi-Seminar dann buchen. Wenn Sie beide Tage buchen, erhalten Sie einen tollen Rabatt. Dann sind Sie hier. Wunderbar. Uhrcheck, 14 Uhr, noch schnell. Das Wichtigste, unsere Koordinaten, wenn Sie sich beschweren wollen. Oder Lob aussprechen wollen. Nee, dafür bekommen Sie etwas anderes und zwar morgen in, ich weiß genau, 14:31 kommt diese Mail mit dieser Information. Link erstens, ein Link zur Präsentation, die Sie runterladen können und dann erhalten Sie noch einen zweiten Link und dieser ist fast wichtiger und zwar Feedbackbogen. Geben Sie uns Ihr Feedback an, teilen Sie uns mit, ob Sie das Ganze toll gefunden haben, mittelmäßig oder ganz, ganz schlecht gefunden haben. Wir sind immer bemüht, uns zu verbessern. Kritik macht uns stärker, genau. Und zwar, wir sind nicht traurig, werden auch nicht wütend, wir können uns nur verbessern und deshalb sind wir angewiesen auf Ihr Feedback. Also deshalb ehrlich, direkt und wenn Sie sonst irgendwo Fragen haben, dann können Sie uns direkt telefonieren oder mailen. Sie sehen die Adressen hier. Bevor wir uns verabschieden, Roland, letzte Fragen, Unsicherheiten? Nein, es ist nicht mehr eingegangen. Gut. Alle am Boden oder komplett sorgenfrei. Ich hoffe bei dem Wetter Sonnenschein sorgenfrei. Wunderbar. In dem Fall, wenn nichts mehr ist, würden wir uns verabschieden. Falls noch etwas wäre, dann können Sie uns telefonieren oder uns eben anschreiben. Herzlichen Dank. Roland, das letzte Wort von dir. Ja. Auch danke vielmals von meiner Seite für das Interesse an unserem System. Ich hoffe, wir konnten Ihnen etwas Neues vermitteln. Wie Marc schon gesagt hat, tauchen morgen oder übermorgen Fragen auf. Sie haben unsere Kontaktdaten und wir sind jeweils dankbar für ein Feedback, damit wir unsere Leistung ständig verbessern können. Und in diesem Sinne einen schönen Restnachmittag. In Bern scheint in der Zwischenzeit die Sonne. Ich hoffe, bei Ihnen auch. Dankeschön. Vielen Dank, alles Gute. Roland, Wingman, guter Flug. Weiterhin. Danke. Merci vielmals. Danke und tschüss.